So schönes Wetter haben wir jetzt wieder. Aber was das Schlimme ist da drüben, wir haben Hochwasser. Es hat die ganze Nacht geschüttet. Es hat heute Vormittag geschüttet. Und dieser Fluss da drüben, der hat für eine Evakuierungsvorwarnung bei unserem Campingplatz gesorgt. Wie ihr seht, der ist kurz vorm Überfließen. Wir haben jetzt noch Wartezeit, wir kriegen Bescheid, ob wir evakuieren müssen oder nicht. Wir haben zusammengepackt, wir sind fahrbereit und wir müssen jetzt einfach abwarten. Wir hätten jetzt schon fahren können, wir wollen aber abwarten, weil es kann jederzeit passieren. Aber wie ihr seht, es ist ja voll. Er darf nicht mehr weiter steigen, weil es waren jetzt noch ein paar, sag ich mal, 20 cm dazukommen, dann ist alles vorbei. Und wir, unser Campingplatz ist ungefähr 150 Meter, oder unser Platz auch auf dem Campingplatz ist ungefähr 150, 200 Meter weg. Und da ist dann alles überschwemmt. Gut, und da hinten schaut schon wieder sehr dunkel aus und der wird wahrscheinlich wieder für Regen sorgen. Und dann, ja, wir sind gute Dinge, auch die Einheimischen warten bei uns auf dem Platz, die sind auch zusammengepackt. Aber diese braune Brühe da drüben, die sorgt für schlechte Stimmung.